Die ADAC MX Masters zu Gast hier in Randers. 1615 Meter Sandstrecke. Hier der Blick in die Startaufstellung. Jesper Hansson also, Masters-Pilot. Dann Martin Plattgewitsch, der WZ-Racing-Pilot von den Youngstern. Jonas Oerter wieder Masters. Axel Nilsson, Samuel Fink, Josef Pern, Loris Bollmann, Erik Rako. Heute übrigens Geburtstagskind. Dann Pascal Jungmann, Finn-Niklas Tornau, Kasper Iversen, Mikkels Jogard, Tobi Linke, Asgar Martens, Toni Hoffmann, Lukas Fiedler, Leo Koch, Nikolas Wendekens, Max Bülow, Tyler Loth, das die Top 20. Laufdistanz übrigens 15 Minuten plus 2 Runden. Sind nicht alle am Gate. Insgesamt erwarten wir 28. Aber auch die letzten stehen jetzt gleich hier. Relativ kurze Start, gerade sehr glatt. Und dann geht es in einen 180 Grad Linkshaken. Also das ist wirklich sehr, sehr eng. Und danach donnert das Feld dann auf die Strecke. Grüne Flagge ist oben. Der Blick auf unsere ADAC. Girls, noch 15 Sekunden. So, und auf geht die Reise. Und jetzt geht es halt in dieses erste Eck rum. Das ist erstaunlich gut gegangen hier. Ja, da einer doch leider zu Boden gegangen, muss dem Feld jetzt hinterher die 423 ist das, wenn wir das hier richtig gesehen haben. Das ist Jogard, auch einer unserer Gäste aus Dänemark. Ja, und da sehen wir es schon, sehr sandig die Strecke rum. Dann hoch am 24LX-Ballon vorbei. Und jetzt geht es in eine sehr, sehr schnelle Streckenpassage. Und herunter und dann weiter Satz hier auf dieser wunderschönen Anlage im Honda Park in Randers. Und dann unten diese rechtsrum wieder der nächste Sprung und dann ins Infield. Nachher, wenn sich das Feld ein bisschen auseinandergezogen hat, dann werden wir sehen, wie das ganze Thema sich dann noch ein bisschen schneller anfühlt beziehungsweise etwas schneller aussieht. Vorne übrigens Samuel Finke, der Mann aus Schweden als Schnellstarter bekannt in diesen LCQ-Rennen, fast immer von Anfang an vorne mit dabei. Genau wie Toni Hoffmann, wie Iversen, Jonas Oerter, Max Bülow, Loris Bollmann. Gucken wir mal, wie das am Ende dieser ersten Runde aussehen wird, wenn das Feld hier wieder vorbeikommt. Auch mehrere Linien möglich. Man hat in der Mittagspause ordentlich gewässert. Trotzdem kleines bisschen Staubentwicklung, aber ansonsten hervorragende Streckenpräparation hier von unseren dänischen Kollegen. Nächste Runde hier vorbei. STV-Kurve, immer wieder diese Thebe. Insgesamt sehr, sehr schnell dieser Track. Wird sich aber immer noch weiter auffahren und dann hier bergauf an der Boxengasse vorbei. Und da sehen wir dann die Bestätigung, dass Toni Hoffmann die Führung übernommen hat. Deutlich schon vor Samuel Fink, der mit Iversen faltet dann Bülow, Nilsson, Oerter, Bollmann, Wennekens, Hansson und Duvier.
der einen super Jump gemacht hat von Gatewick 22. Die 306 Julien Duvier auf die 10. Position vor. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Der bei den Verfolgern Spitzengruppe zieht sich jetzt hier ein bisschen auseinander. Sagte, Top 10 aus jeder Kategorie sind qualifiziert für die Läufe. Könnte man es natürlich ruhig angehen lassen. Aber auf der anderen Seite natürlich hier das Thema. Eine Platzierung weiter vorne, umso besser, umso weiter innen ist das Gatepick. Und der verhältnismäßige Weg am Start zwischen innen und außen, der ist schon verdammt, verdammt unterschiedlich. Also lohnt sich das hier zu attackieren. Und natürlich fliegt auch für unseren Sieger hier eine Siegprämie von der Firma Goldframe. Ein neuer Bremsensatz. Und auch das lohnt sich für die Jungs, die hier unterwegs sind, die ja in der Regel mehr oder weniger doch Privatiers sind, das aus eigener Tasche finanzieren müssen, das Thema. Toni Hoffmann baut die Führung aus, vor Iversen auf 3,8 Sekunden. Zimmer Fink, unser Schnellstarter, hier schon zurückgefallen, 5,9 Sekunden. Dann Nilsson, Bilo Wennekens ist vorgefahren auf die 5. Position. So, Martins Platkiewicz, der ja der Beste aus der Youngster-Serie war, der aktuell auf der 13. Position und leider das Aus hier für Lukas Fiedler, den Mann aus dem Erzgebirge, der hier sein Bike leider abstellen muss. Ja, wir haben noch 9 Minuten. Hoffmann weiterhin hier auf dem Weg nach vorne. Lässt es hier jetzt ordentlich laufen. 5,3 Sekunden bereits ein Vorsprung für Iversen. Und Nilsson Flink jetzt schon auf Platz 4 zurückgefallen. Er muss aufpassen, denn dahinter kommt die 2,44. Max Bülow. Und Loris Bollmann. Ja, seine Rookie-Saison fährt ebenfalls in dieser Masters Class. Einer der wenigen, der nach wie vor auf Gelb auf Suzuki mit dem Kickstart-Bike unterwegs ist. Ja, dahinter geht es recht eng zu. Hansson Regrako, unser Geburtstagskind, und die 306 Julien Duvier. Schöne Vierergruppe hier von Platz 7 bis Platz 10 am Agieren. Und Bollmann macht da Druck auf den Vordermann, auf Wennekens. Muss jetzt aber doch wieder ein bisschen abreißen lassen.
kleiner Fehler dort von Bollmann, Linie ein bisschen zu eng genommen. Und das heißt, ist ein bisschen eingedreht und dann kommt schon die Attacke dahinter von den Verfolgern. Aber nochmal abgewehrt von Loris Bollmann. Macht sich jetzt bei Bollmann am Hinterrad zu schaffen. Und die 275er Erik Rako an Loris Bollmann vorbei, der jetzt auch aufpassen muss, denn auch Hansson kommt da an. Geht der Suzuki-Pilot gerade so ein bisschen ein, habe ich den Eindruck. Vorne übrigens weiter jetzt schon mit 9 Sekunden Vorsprung Toni Hoffmann. Start. Da sehen wir im Bild die 244. Max Bülow, der KTM-Pilot, aktuell notiert auf der 5. Position. Kann die hier auch im Moment relativ sicher verteidigen. Schnellster Mann übrigens Erik Rako im Moment in diesem ganzen Verfolgerfeld. Der 275er dort mit der Chance durchaus noch die eine oder andere Position gut zu machen. Kommt jetzt hier an Bollmann ja vorbei und fast auch an Fennekens an der 114. Ja, und den hat er jetzt in diesem Moment hier geknackt, wenn wir es richtig gesehen haben. Macht ihm da schön die Tür zu. Fennekens nochmal versucht, den Konter auf der Außenlinie. Das Duell hier. Sehr schön. Vier Minuten noch auf der Uhr plus die obligatorischen 2 Runden. Hoffmann jetzt mit 13,4 Sekunden vorne, Toni Hoffmann. Larsen Nilsson. Bülow, dann Fink und Wennekens, Rako, Bollmann, Hansson, Duvier, das ist die Top 10. So, Nilsson vorbeigegangen an Iversen. Das haben wir ja vorhin gesehen. Und das auch deutlich, denn die Rundenzeiten von Iversen von der 85, die gehen mal komplett in den Keller. Also bei 3 Minuten plus 2 Runden noch, sprich 4 Runden, könnte das verdammt eng werden. Für ihn noch mit einer Spitzenplatzierung. Und das war jetzt schon deutlich, was er dort an Zeit verloren hat. Toni Hoffmann übrigens, die 834, einsam an der Spitze, 16,5 Sekunden jetzt sein Vorsprung auf den
Zweitplatzierten auf Nilsson. Ja, hier sieht man nochmal den Blick über diese wunderschöne Anlage. Wirklich ganz toll eingebettet in die Landschaft hier. Nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von Randers entfernt. Knapp über 60.000 Einwohner, diese Stadt mitten in Dänemark. Ja, da sieht man es schon, ne? Das fängt jetzt an einigen Stellen sich böse auszufahren. Toni Hofmann weiterhin mit 53er Zeiten hier unterwegs. Also ziemlich flott. Vorsprung übrigens fast 20 Sekunden jetzt schon. Das ist schon mal eine schicke Ansage, die Hofmann hier macht. Der ja für MS Motorcycles Dirt Division unterwegs ist. So, Nilsson Iversen, da hat sich nicht allzu viel getan, lediglich Erik Rako, die 2,75, hat da noch eine Position gut gemacht. Und vielleicht könnte es da auch noch zum deutschen Duell um Platz 4 kommen, zwischen der 2,44 und der 2,75, nämlich Bülow gegen Rako. So, die letzten 10 Sekunden laufen hier. Erste Rennen des heutigen Tages, Last Chance Rennen, Masters und Youngster. Die letzten beiden Runden jetzt in diesem Moment angebrochen. Da sehen wir schön unten im Bild. Und hier vor unserer Sprecherkabine. Auch dieses Verfolgerduell, Max Bülow, der vorbeigegangen ist an Iversen. Ja, das ist wirklich so. Bülow also nochmal aufgedreht. Und die Frage ist natürlich, was passiert mit der 275 mit Erik Rako, der im blau-gelben Dress jetzt langsam auch an den in neongelb gekleideten 85er an Iversen herankommt, der das Tempo hier von Max Bülow nicht mehr mitgehen kann. Zwei lange Runden noch, gut 3,2 Kilometer. Und wir sehen es, die 2,75 Erik Rako kommt da mit Riesenschritten heran. Ja, Max Bülow fährt da schon ein bisschen den Verfolgern weg. Big Air von Iversen. Kann sich damit zunächst einmal wehren gegen Verfolger Erik Rako. Die Lücke zu Platz 5. Eben zur 2,75 zu Rako wieder ein bisschen größer geworden. Bülow, Iversen, Rako sind diese drei, die hier jetzt unterwegs sind. Muss natürlich auch immer überlegen, wie viel Kraft legst du noch in diese letzten zwei Runden? Ich sag mal, ob du jetzt Vierter oder Fünfter bist, ja, nicht ganz so kriegsentscheidend. Wenn wir daran denken, du bist ja im überübernächsten Rennen schon wieder dran und dann volle Distanz, 25 Minuten plus zwei. So, jetzt aber der Angriff auf der Innenlinie, Bar to Bar. Ja, und da hat er sich dann doch durchgesetzt, Erik Rako.
Allerdings keine allzu große Gegenwehr von Iversen. Nicht zu viel riskieren hier jetzt bei dieser letzten Runde, die in diesem Moment angezeigt wird. Das ist übrigens Toni Hoffmann, der Spitzenreiter. Belässt es jetzt bei 20 Sekunden Vorsprung, wird sich damit den Lauf sichern und einen neuen Bremsensatz von unserem Partner Goldfried. Hier geht es wieder runter ins kleine Tal. Wieder diese schnellen Sprünge. Und dann in vielen Kurven, sehr viele Linien im Angebot. Da wird man dann schauen, was sich im Laufe des Wochenendes da als allerbeste Linie herauskristallisieren wird. Toni Hoffmann, die letzte halbe Runde. Applaus aus der Box. Und er kann uns ruhig angehen lassen. Schon mal ein bisschen Luft holen für das kleine Siegerinterview gleich, was dann natürlich kommen wird von meinem Kollegen Bo, der auf der Außenbahn unterwegs ist. Nilsson, Bülow, Rako, Iversen, das die Top 5 also, die hier das Ziel dann sehen. Axel Nilsson stark hier, bester Youngster-Pilot. Auch er oben am Masters-Podium angekommen. So, und da schauen wir uns die Resultate hier nochmal an. Toni Hoffmann, also der Sieger hier vor Axel Nilsson. Max Bülow und Erik Rako, das deutsche Duo, dann auf 3 und 4 vor Kasper Iversen, Samuel Flink, Nikola Wennekens, Jesper Hansson, Loris Bollmann, Julien Duvier, Asgar Martens, Findikas Tornau, Tobi Linke, Josep Pern, Jonas Oerter, Mats Balzer, Mikkel Zjogard, Frederik Exhilsen, Martin Plattgewitsch und Pascal Jungmann. Auch er freut sich darüber, noch dreimal eine halbe Stunde an diesem Wochenende fahren zu dürfen bei den Finals, hier bei den Wertungsläufen. Joshua Völker, Leonard Koch hier bei seinem allerersten Masters-Einsatz, Fabian Trossen, Marvin Müller, Marc-Dominic Jut, Jeremy de Jong, Tyler Loth, ja, und Lukas Fiedler, genauso wie eben auch Tyler Loth, der WZ-Pilot, leider ausgefallen. Tja. So, wir gucken noch mal ganz kurz rein in die Highlights dieses allerersten Rennens des heutigen Tages. Schönes Slow-Mo, springen aus dem Gate raus und dann geht es diesen Weg in die erste Kehre. Dann noch mal hier Beschleunigungsphase. Ja, da sehen wir es schon in kurzer Linie, aber außenrum kannst du verdammt viel Schwung mitnehmen, wirst dann aber eben ganz, ganz weit nach außen getragen. Da musst du wie im Speedway diesen Speed mit rausnehmen aus dieser ersten Ecke. Ein Sturz dort, aber zum Glück glimpflich ausgegangen. Nichts passiert hier. Tja, und dann geht es eben auf diese weite, schnelle, sandige Strecke. Aber auch wieder Stellen darin, die überhaupt nicht typisch sind für eine Sandstrecke. Kleine, harte Kanten.
nicht einfach zu fahren, denke ich mal. Vor allen Dingen im Laufe des Wochenendes, wenn sich das immer weiter ausfährt. Da sehen wir jetzt schon dort mit der Gas Field Speed mit dem kleinen Bike außenrum. Holt er sich hier eine Position zurück. Wunderschöne Zeitlupenstudien. Hier nochmal der Blick runter entlang des Fahrerlagers von außen. Hier kommen da die 275-jährige Graco und schnappt sich da mit viel, viel Schwung die nächste Position. So, da geht es in die letzte Runde. Schöne Zeitlupenstudie nochmal von Toni Hoffmann. Und hier nochmal ein weiterer Platzgewinn. Eben von der 275 von Erik Racco. Applaus für den souveränen Sieger, für Toni Hoffmann. Und der müsste jetzt auch gleich...